Wir waren alle Anfänger, darum hat das nichts ausgemacht. Das ist gut gegangen. Ich war im 66 auf einem österreichischen Gletscher. Dann habe ich nicht einmal gewusst, wie man einen Eisbecken in die Hand nimmt. Wir sind geflogen über Dänemark bis nach dann hat es Sönderstromfjord geheissen, heisst es heute auch nicht mehr. Und von Egedesminde mit einem Schiff bis auf Jakobshavn rauf. Das Forschungsschiff hat Tycho Brahe geheissen, nach dem bekannten dänischen Forscher Tycho Brahe. Das war ein europäisches Projekt. Die EGIG, Expedition Glaciologie Internationale au Grönland. Die Logistik ist dort von der Franzosen geführt worden, also von Expedition Paul-Émile Victor. Dann sind wir mit dem Helikopter Alouette natürlich von den Franzosen auf die Eis geflogen worden. Mit zwei Zelten. Mit unserem Material, etwas zu essen und dann sind wir uns überlassen worden. Dann hat man dort die Schmelzsonden runtergelassen, hat das Bohrloch mit der aufblasbaren Gummidichtung abgedichtet und hat dann unten Eis geschmolzen. Und während dem Schmelzen hat man das Gas, das im Eis in diesen Blätterli enthalten ist, abpumpt und hat dort das CO2 daraus extrahiert, für C14-Altersbestimmungen zu machen. Das haben die Glaziologen entschieden. Die wollten wissen, wie alt das Eis in diesem Grand Dru ganz am Rand ist. Und wollten wissen, wie alt das Eis 25 km mehr inland ist. Zu dieser Zeit war das noch eine Dienstleistung für die Glaziologen. Da haben wir noch nicht an Rekonstruktion von CO2-Gehalt der Atmosphäre gedacht. Ja, wir hätten so eine gute Ausrüstung. Wir hatten ein bisschen Mühe, weil jede Mahlzeit aus etwa 8 kleinen Büchschen bestanden hat, die wir jetzt zu viert geteilt haben. Das Bohren ist relativ in normalem Schnee, muss ich jetzt sagen, ist das einfach. Im Grand Dru war es sehr schwierig, weil wir oben temperiertes Eis hatten. Das heisst eigentlich, wie auf unseren Schweizer Gletscher, Eis von genau 0 Grad, wo Bächli durchfliessen und so. Und in 3 Meter Tiefe ist das Eis, hat eine Temperatur von minus 5 Grad. Jetzt, wenn der Bohrer nass war, dann ist der Dungen natürlich festgefroren. Wir hatten Freude, wenn es einmal noch ein Säckchen Teigwaren dabei hatte, weil das ist etwas, was man so konnte, doch essen, wo nicht jede Gabel etwas Verschiedenes war. Sonst hatte es so kleine Büchse, Latin oder irgend so etwas drin, was wahnsinnig gut ist, wenn ihr eben in einem Container seid, wo geheizt ist und aber ihr, wir hatten immer relativ schlecht Wetter und mussten draussen essen. Wir hatten ja nur die zwei Zelte zum Schlafen. Das ist ja die grosse Enttäuschung, ist gewesen, dass wir in diesem Grand Dru viel zu wenig CO2 können extrahieren konnten. Und dann haben wir langsam gelernt, dass in ganz kaltem Eis, wie es in der Antarktis ist, in Grönland, im Zentrum von Grönland, aber nicht in den Küstengebieten,
dass dort die Luft in diesen Luftblasen Zusammensetzung von Atmosphäre hat, aber auf Schweizer Gletscher überhaupt nicht, weil dort die besser löslichen Gase durch das Wasser, das durch den Gletscher fließt, ausgewaschen werden. Und das hat man langsam müssen lernen. Und nachher sind die Fragestellungen gekommen, die weitergegangen sind als einfach CO2 aus Luft extrahieren, aus grossen Mengen von geschmolzenem Eis. Die Enttäuschung steht bis heute. Die Dänen haben gar nicht Freude, weil im Grönland-Eis ist das CO2 zwar nachweisbar, und man kann auch rekonstruieren, aber es ist absolut nicht so präzise wie in der Antarktis, wo halt doch noch einmal viel kälter ist.